So, ein herzliches Willkommen, einen herzlichen, schönen, guten Morgen zum heutigen Leinhard Indica Series Race. Ja, live aus Motegi. Hier waren wir vor 2 Wochen schon, allerdings auf dem Oval. Heute sind wir auf dem Grand Prix Kurs. Ja. Gucken wir mal, was the end of the session. P12. Rauskommt. Ja, wir haben es von den Temperaturen her sehr, sehr heiß. Ja. Deswegen, ja, wird so ein bisschen ein Tire Safe Race. Ja, wir werden jetzt dann gleich mal gucken, welche Strategie das wir fahren. Ja, ich denke, wir fahren mit den Reds los, weil die einfach schneller in die Knie gehen und fahren dann quasi die ja, letzten 2 Stints eben im Pit Exit's clear, push. Okay, Matthias, we've got 4 laps to get the job done, mate. Auf den Blacks, weil die einfach über die Distanz gesehen. The track temp's increasing. It's now 55 Celsius. Bei den Temperaturen konstanter sind. So, dann haben wir die erste Quali, ne? So, erste Runde gut hinbekommen. P3, that lap time was 134.8.
Currently 0.1 off the pace. So, jetzt fahren wir die dritte langsam, lassen die Reifen nochmal ein bisschen abkühlen. Schauen, ob vielleicht die zweite oder die dritte nochmal schneller wird. Die vierte. Glaube ich jetzt zwar nicht. Aber probieren wir einfach mal. P4. Car in front has just posted at 134.7. So schneller wird die Nummer. So, damit man dann direkt ein Foto haben für später. That's the end of the session. 10th position. Ja, hat uns noch auf die 10 hintergeschmissen. Ja, genau, von dem her. Jetzt schauen wir mal. Von den Reifen her. Schauen wir, was die vorn machen. Alright everybody, looking forward to a good race tonight. We're a little short-staffed, so hopefully we'll keep this one clean, have fun, and let's put on a good show. Good luck everybody.
Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt am Anfang die Reds fahren, damit die weg sind, denn die sind über den Stint gesehen eben die langsamere Variante. Das heißt, die sollte man eben gucken, dass wir die gleich am Anfang wegkommen. Genau, von dem her schauen wir da jetzt mal. Es gibt ja die Starten auf den Reds. Es gibt ja die Starten auf den Blacks. Oh, der John Bertifer ist der zweite da schon. Er startet auf den Reds. Schauen wir, was der Philipp Kraus macht. Ja, da starten aber einige auch auf den Reds. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, Philipp Kraus auch auf den Reds. Joshua Chin. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Wir fahren die Reds am Anfang, dann sind die weg. Dann haben wir nämlich hinten raus. Ja, das ist dann quasi The track temp is eben 54. The air temp is 29 Celsius, besser. 42 laps. Weil, wie gesagt, die Blacks über den Stint gesehen dann doch. Follow car number 97. Ja. Die schnellere Variante sind, die konstantere. Sind jetzt zwar am Anfang wahrscheinlich ein bisschen schneller. Hinten raus. Die letzten 5-6 Runden werden wir dann in enormen Straucheln kommen. Ich habe das ja gestern oder in den Trainingssitzungen zur Genüge getestet. Ja, und dann eben festgestellt, Okay, Matthias, here we go. ja, dass die Blacks über den Stint gesehen dann doch besser und konstanter sind. Go, go, go. Watch your right. Hold your line. Clear on the right side. Got a car on your right. Hold your line. We're clear on the right. Oh, hinten hat's geknallt. Stay between the lines, please, Matthias.
done a 134.5. Pit window is open. Yes. All right, Matthias, your refuel window will open on lap 20. It'll close on lap 21. Fastest lap of the race. Come on, man, send it already. Oh, da ging er geradeaus. Das war der Lionel Calisto, E6. Jetzt näher, ist klar. P8, you've just done a 136.9.
All right, Matthias, keep piling on the pressure. He'll make a mistake. Left side. Hold your line. Hold your line. Clear left. Have it. Nice one. The gap to Taylor behind is now 0.4. Fast. Okay, Matthias, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. Gaining on this car, the gap is 0.5, 7th position. That lap was at 136.4. Just gonna have to send it, mate.
Okay, Matthias, stay close. Wait for him to make a mistake. That lap was a 136.9. Sector 1 is 0.6 off the pace. So, jetzt haben wir die letzten 6 Runden, jetzt kommt der Drop bei den Reifen. Das sind jetzt 6 schwammige Runden. Von hinten der Matt Taylor auch wieder. Na klar, weil bei dem jetzt die Reds greifen. Track limits. Keep the pressure on, don't give him a break. P7. Wie gesagt, jetzt sehen wir die Reds, also die Blacks dann, und für den letzten Stint entscheiden wir, ob wir nochmal Blacks oder Reds fahren. Ich denke aber, da fahren wir auch nochmal die Blacks dann. Estimate 4 laps fuel remaining. That lap time was 136.6. Front is now 0.8. Ready, Brian. Copy. So, noch drei.
You've got about 3 laps of fuel left. Your last lap time was at 136.7. Okay, Matthias, lap times are pretty consistent. So schlimm abbauen wie im Training. Da waren sie durchaus schlimmer. Two more laps of fuel. The gap ahead is now 0.8. Krauss is pitting. The gap to Taylor behind is now 1.3 seconds. P4, you've only got enough fuel for this lap. Siehst du, haben jetzt auch die Blacks drauf. Okay, Matthias, hit this lap, in this lap. Schauen, was die dann zum Schluss fahren. Das sind wahrscheinlich auch die Blacks. Front is now 1.2. And again, the leader's pitting now. Lane speed limit is 60 kilometers per hour. Box in for 5, 4, 3, 2, 1. Box now.
Kraus is leading the race. Ja, geht auch nicht vom Verbraucher. Watch your mirrors, there's a car approaching. P7. Not the red stuff. Das heißt, das ist dann auf alle Fälle schneller. Hier ist nochmal eine da. Taylor is closing the gap. It's now 1.0. Die Blacks können wir jetzt härter rannehmen. Die halten länger. Schön hat die Red Stuff. Im Weiß Labs zeigt es mir die Blacks an. Hast du denn was? Fastest lap, sector 2 is 0.7, off the pace. Just ignore him, he'll go away.
Okay, Matthias. Don't let this guy distract you. Watch your right side. Hold your line. We're clear on the right. Right, out the blacks and west left side 20 yards. Come on, man, defend harder. The gap to Taylor in front is now 0.3. Eighth place. Sind die Fahrer, was er wirklich drauf hat, gell? Okay, Matthias, we're halfway home. We estimate 9 laps of fuel remaining. Gap to Taylor ahead is increasing. It's now 1.2 seconds. Track temperature's decreasing. It's now 52 Celsius. Just done a 136.9.
gap to Taylor. Ahead is increasing. It's now 1.6. Matthias, you're reeling. Taylor, in. The gap's now 1.2. That was 136.6. That's good consistency. Keep it up.
to Taylor. Ahead is now 1.3. All right, Matthias, you've got about 4 laps of fuel left. Three laps of fuel remaining. Leader Kraus is pitting. The gap to Taylor ahead is now 1.0 seconds. Schon was der jetzt veröffentlicht. Chin is reading you in. The gap's now 2.0 seconds. P6, only 2 laps of fuel left. Sector 2 is 0.5 off the pace. Ah, der hat die Reds nochmal genommen, okay? Der Chin hat auch nochmal die Reds. Anzeige stimmt. We think you'll be out of fuel on the next lap.
afraid I don't know my limits. In this lap. Na, jetzt haben wir 12 Runden. Dann. Use all the track, stuff. Force him to find the gap. The lead car's pitting. Right side. He's still there. Still there. Right side's clear. Bad luck, Matthias. Come on, don't let him get away. For the pit speed limit. Good again. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Traffic behind. Watch your mirrors. Don't cross the white line. Seventh position. Left side. Still there. On the left. Clear left. The car in front of us is Taylor. Taylor, ahead is increasing. It's now 1.2 seconds. The car behind is reeling you in. The gap is now 1.2. Da dauert es 2 Runden, bis die warm sind.
2, Taylor. Ahead is now 1.0 seconds. Matthias, we've gone out of track limits. Keep it between the lines. Just done a 135.7. The gap to Taylor in front is now 0.9. Und Reifen auf Graslaube setzt, dann bist du fit. Jetzt ab. Das war jetzt allerletzte Rille. Aber ist gut gegangen. Last lap was a 136.1. P8. To Taylor ahead is now 0.8.
Your lap time was 136.2. Lap times are increasing. Five to Come go. On, keep your focus. Your lap time was at 136.3. Fünf Runden noch. To Taylor. Ahead is now 0.8. Track temperature is falling. It's now 50 Celsius. We've been warned about track limits. To Taylor ahead is now 1.0 seconds.
The gap to Taylor in front is now 0.8. So, 2 laps to go. 2 laps left. Zwei haben wir noch. Okay, Matthias, keep riding on the pressure. He'll make a mistake. Now we can catch up here. So, white flag, last lap. One more lap to go. The gap to Taylor ahead is now 0.8. Aber mal einen ganz kleinen Tick zu lange an der Box. Gut, hätte nach dem Pit Entry ein bisschen mehr riskieren können. Dann wären wir auf alle Fälle von Matt Taylor gewesen. Alter, der Blocker hat gewonnen. Dass ich in Philipp Chaos in der letzten Runde noch geholt habe. Ja, der hat jetzt das Heimessen. Aber P8, sehr schön. Jawohl. P8, okay, we're done. Dann sind wir jetzt beim 5. Top 10 Ergebnis. Jawohl. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Fünftes Top 10 Ergebnis. Ja. Ging heute zwar nicht in die Top 5. Mit Reus, Matt. Und Concords Adam. I could race in this one. Whew.
Strategie doch kurzfristig nochmal umgeworfen. Ich wollte eigentlich Red Blacks Blacks fahren. Was am Ende Red Black Red? Ja, ab und zu muss man halt. Dann doch kurzfristig. Aufs Rennen reagieren. Ich denke, wenn ich jetzt zum Schluss doch die Blacks gefahren wäre, hätte ich mehr verloren. Look out for the pit speed limit. Good run, everybody. Puh. Box in 5, 4, 3, 2, 1. Box now. Jawohl, passt. Bin ich zufrieden mit P8? Ich glaube, der Serie in Top 10, wenn man da immer in den Top 10 ist, ist, glaube ich, keine schlechte Sache, ne? Ja, dann darf ich mich verabschieden, darf mich bedanken für alle, die dabei waren, zu sehr früher Stunde an einem Donnerstag. Ja, sag natürlich wie immer danke fürs Zuschauen, fürs Dabeifahren, fürs Supporten. Und ja, seit vergangenem Wochenende sind wir IndyCar iRacing Series Club Champion Deutschland, Österreich, Schweiz zum zweiten Mal in Folge. Ja, bin ich sehr glücklich drüber. Der Titel war mir dieses Jahr sehr, sehr wichtig. Ja, von dem her. Sage ich, wie gesagt, danke. Wünsche euch einen schönen Wochenstart und guck jetzt mal, wer online ist. Ja, keiner, der irgendwie Rennen fährt. Dann lassen wir das mit dem Reden, denn ich will euch jetzt nicht irgendwo bei Call of Duty oder weiß was ich wo reinschmeißen. Ja, genau, dann lassen wir das. Ich sag wie immer danke fürs Zuschauen und wir sehen uns eventuell Samstagabend 21 Uhr zum nächsten Lauf der VOR aus Indianapolis. Das Indy 500 sind aber nicht 500 Meilen, auch keine 200 Runden, ich glaube nur 125, also ein abgespecktes 500er. Ja, genau. Eventuell sehen wir uns da. Das gebe ich noch bekannt. Und ansonsten, ja. Wie gesagt, schönen Wochenstart. Danke fürs Dabeisein. Und macht es gut, Leute. Servus, Pfeffer Gott und Ade.